Über 2000 Jahre tobt der blutige Krieg. Und sie wollen ihn führen bis zu ihrem Sieg. Sie folgen ihrem Auftrag, ihrem Befehl, alle Völker auszumerzen außer Israel. Alle Völker auszumerzen außer Israel. Seht ihr nicht das Weinen und bittere Flehen der Völker der Welt, die geknechtet und vernichtet werden durch zionistisches Geld? Jenen gehören die Banken dieser Welt, all das macht sie gefährlicher, reicher und mächtiger. Ihr Wort ist Gesetz, ihr Wort ist Befehl, sie töten und schlachten und preisen Israel. Seit über 2000 Jahren hassen sie Amalek, ihre Todfeind. Doch zwingen werden sie niemals auf die Knie. Er ist unbesiegt, denn sein Hass ist groß. Sein Hass, seine Wut und der Mut, als letztes Volk gegen sie zu kämpfen, zu vergießen. Kamen die Phalangisten, um die Kinder und Frauen hinzurichten. Massaker, Mord, unfassbare Brutalität, und die Zionisten wundern sich über die allgegenwärtige Animosität, weil ihr ja über allen Völkern steht. Ihr seid doch das Volk, das wurde auserwählt. Amalek, der ewige Krieg gegen den ewigen Feind. Steht Palästina gegen Zion bereit?